Jo, ihr Lieben, willkommen zu einem kleinen Tutorial zu Battlefield 1. Wie der Titel schon verrät, geht es um das Flammenschützen-Kit, beziehungsweise um die Flammenwerfer an sich. Ich habe gesagt, Foulage Loose am Start. Ich möchte euch nur so ein paar Hinweise geben, was ihr beachten müsst, wenn ihr denn Flammenschützen selber seid oder wenn uns plötzlich ein Flammenwerfer entgegenkommt. Jo, wie ihr gerade gelesen habt, Flammenschützen-Kit geortet. Schnell hinrennen. Ihr seht es auf der Karte unten links. Also auf der Karte an sich, wo das dann ist, denn, ja, wer es erst kommt, zuerst. Es gibt halt den Flammenwerfer nicht überall und er kommt halt nur mal zufällig vorbei, sozusagen. Und da könnt ihr halt nehmen und wer halt zuerst kommt, der hat Spaß dran. Ich kenne den Flammenwerfer an sich noch aus Black Company 2, dieses Vietnam-Update, Addon, sorry. War schon cool da. Ich finde aber Battlefield 1 ist der Flammenwerfer an sich die geilste Waffe, also der ganze Typ ist an sich übelst geil dargestellt. Finde ich irgendwie extrem geil. Extrem geil gemacht. Jo, und an sich der Typ ist schon der erste Hinweis. Ihr seid gegen Flammen oder gegen Feuer an sich immun. Also ihr könnt nicht angezündet werden, ihr könnt durch Feuer laufen. Ihr könnt euch nicht selber anzünden, ihr könnt durch eure Brandgranaten laufen und es passiert euch nichts. Jo, Hinweis 2. Der Flammenwerfer an sich hat natürlich eine begrenzte Reichweite nur, also ihr trefft, wie jetzt gerade zu sehen ist, den Typen ganz da hinten nicht. Dafür habt ihr ein paar Brandgranaten, die könntet ihr natürlich werfen und hoffen, dass jemand reinläuft oder dass jemand davon getroffen wird. Also, immer versuchen, mit dem Flammenwerfer nicht auf offenes Feld zu laufen, weil da verliert ihr meistens. Gerade wenn ihr jetzt die Brücke runter oder so, wo es ein bisschen enger wird und so, da läuft das schon besser. Seht ihr auch gleich jetzt hier vorne weg. Jo. Der nächste Hinweis ist, wenn ihr auf Gegner trefft und die Flammen so nur rausschießen, versucht mit dem Flammenwerfer nach links und rechts zu schwingen. Also nicht wie bei ganz normalen Schießen zu zielen, sondern immer links, rechts, damit ihr ganz, ganz, ganz viele Gegner trefft damit. Ihr habt es gerade gesehen, ihr konntet gemessert werden, von hinten ist klar. Ansonsten seid ihr gegen Messer von vorne relativ, es kann euch nichts passieren. Und du siehst jetzt gerade, dass du nicht wirklich getroffen werden kannst von vorne. Also es dauert extrem lange. Deswegen musst du versuchen, auf den Tank zu schießen. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Versuch, wenn jetzt zum Beispiel der Gegner einen Flammenwerfer auf dich richtet, dann versuch, so weit wie möglich wegzurennen von dem. Versuche ihn zu umrennen, umlaufen und schieße ihm auf seinen Tank, den er auf dem Rücken hat. Da geht es relativ schnell und seht es auch jetzt gleich. So, er brennt. Und er explodiert. Und in dem Moment kann es natürlich gut sein, dass er noch ein paar Gänger mitnimmt. Wäre also optimal für euch. Jo, und damit eigentlich schon am Ende die kleinen Hinweise, wenn du selber Flammenschütze bist. Du bist gegen Flammen unverwundbar, gegen Feuer an sich. Du hast eine relativ geringe Reichweite, bedeutet also, halte dich bedeckt und renne nicht auf das Feld. Falls du doch mal von irgendwo her weiter schießt, versuch deine Brandgranaten zu werfen. Dann schwenke immer nach links und rechts. Nicht einfach starr zielen. Du musst so viele Gegner wie möglich damit erreichen. Als Punkt 5. Versuche immer mit deiner Vorderseite, also auf keinen Fall mit dem Rücken zum Gegner zu stehen, weil sonst kann er relativ leicht auf deinen Tank schießen und du bist relativ schnell down. Und du kannst von hinten nur gemessert werden, von vorne nicht. Jo. Wenn der Gegner ein Flammenschützer ist oder hat, dann versuch, so weit wie möglich von ihm weg zu sein, versuch ihn zu umlaufen und versuch auf seinen Tank zu schießen. Dann kann man hoffen, dass er explodiert und noch ein paar Gegner mit sich reißt. Jo, eigentlich war es das schon. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen helfen. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit dem Flammenschützen-Kit. Und wir sehen uns beim nächsten Video, oder? Bis dahin, haut rein, tschüss.